fangen wir mal dieses Interview so an. Stell dich kurz vor und was hast du für Ziele? Ja, also erstmal hallo, ich bin Rebecca. Ich bin 16, werde morgen 17. Und ich möchte gerne ein duales Studium machen, wenn ich mit dem Abi, also wenn ich mein Abi im Jahr 2016 jetzt geschafft habe. Ja. Du bist 17, wenn du dein Abi hast, wenn alles normal läuft. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt hast du morgen Geburtstag. Ich denke mal, du wünschst dir einen super Abi-Abschluss. Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich möchte natürlich, eigentlich ist es ja von jedem das Ziel, hier ein gutes Abi zu machen. Mit 17 Abi zu machen, da würde ich mir vorstellen, das bedeutet sehr, sehr viel Stress, sehr viel Lernen und ganz wenig Freizeit. Stimmt das? Ja, also es stimmt schon, dass man viel lernen muss. Ich will ja auch gute Noten schreiben, aber ich denke, also man hat auch Freizeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach Hause kommt nach 8 Stunden und dann 5 Stunden noch lernen muss. Also so ist es jetzt nicht. Aber wenn man mit 17 Abi macht, bedeutet das schon sehr, sehr viel Stress. Hast du das Gefühl, ach, ein bisschen langsamer, ein Jahr mehr hätte ich mir auch noch gönnen können? Ja, das habe ich mir auch schon manchmal gedacht, aber jetzt dann denke ich daran, dass ich dann halt schon ein Jahr früher dann eine Ausbildung oder ein Studium anfangen kann. Das ist dann auch der Vorteil dann davon. Also Ausbildung ist durchaus möglich? Ja, also ich tendiere halt zum dualen Studium, das wäre dann ja die gemixte Variante. Kommen wir zum Leutgü zu sprechen. Alles super an dieser Schule? Du darfst ehrlich sein. Ja, also ich finde schon, eigentlich ist die Schule schon echt gut, aber es gibt auch ein paar Sachen, die man verändern könnte. Huch, da werden wir hellhörig. Was denn? Ja, also zum einen, was mein Mitschüler schon gesagt hat, das mit dem Vertretungsplan und dass halt auch teilweise Lehrer länger wegfallen und dann halt nicht genug Lehrkräfte und vorhanden sind, das ist dann schade. Welche Fächer sind denn hier besonders top an der Schule? Wo würde man sagen, boah, da steht das Leutgü aber wirklich an Nummer 1 in der Region und damit auch in Bremerhaven? Also ich, vor allem Geografie, halt durch dieses Angebot mit dem Online und auch Englisch mit dem Bilingualen auch vor allem. An der Frage kommen wir jetzt nicht vorbei. Auf dem Leutgü sind die Streber und alle anderen, die es ein bisschen gemächlicher angehen lassen wollen, die sind an den anderen Schulzentren. Alles Quatsch. Ja, also ich denke mal, es gibt an beiden Schulen, an verschiedenen Schulen gibt es natürlich auch immer Leute, die es gemächlich angehen lassen und einige, die dann natürlich sehr motiviert sind. Also ich denke, das ist nur ein dummes Klischee eigentlich.